Theoretisch dürften wir nichts vergessen haben. Wäre echt bad, wenn wir was vergessen hätten. Und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob die Blöcke, die wir haben, reichen. Ich glaube nicht, weil dafür braucht man echt eine Menge Blöcke. Falls nicht, weiß ich auch nicht, was wir tun, aber mal sehen, hey. Das allererste, was wir jetzt machen, ist uns natürlich eine sehr sichere Treppe aufzubauen oder hochzubauen und uns die Koordinaten plus die Blickrichtung zu merken. Zack. Und dann können wir oben nämlich ein Portal bauen, was uns in der Oberwelt eigentlich genau an dem Portal wieder rausbringen sollte, wo wir nämlich reingegangen sind. So, und jetzt wünscht mir einfach Glück, dass mir hier nirgendwo Lava entgegenkommt und ich einfach elendig verrecke. Später werden wir das natürlich alles mit Leitern bauen, dass wir einfach mit Leitern übers Bergdorf können und dann hoch zur Farm. Das Ding ist nämlich, wenn ich zu dieser Farm gehen werde, weil werde ich wissen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, nach 3 Viertelstunden oder so da auf K rumstehen kann. Und dann ist es auch alles gechillt. No, ich habe keinen Bogen mitgenommen. Okay, und ich habe noch meine 2 Dias dabei. Ist ja gut. Dann wird das echt lustig. Ich hoffe wirklich, das funktioniert. Falls nicht, funktioniert es halt nicht. Ist dann traurig. So, und jetzt gucken wir hier ran. Und wünsch mir Glück, dass es funktioniert. Na los. Ja. Ja. Hallo. Wir sind oben. Okay, Leute. Alles gut. Wir sind hier durchgebackt, ne? Hoffe ich mal. Dann werde ich nämlich jetzt... Lol. Was ist das? Lol? Lol, was? Man kann diese Blöcke craften, die... Was? Was? Wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier eine Schiene hinstellen mit einem Minecart. Und in dieses Minecart werde ich nämlich immer reingehen können, wenn es dann wieder heißt, dass wir hierher kommen müssen. Dann machen wir einmal hier, da und da einfach hin, weil ich glaube, dass wir nach da gucken werden später. So, dann werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch eine Kiste craften. Jungs... Ich glaube, ich fange gleich an zu weinen. Wir haben zwar das Obsidian, aber fällt euch auf, was wir nicht haben? Genau! Uns fehlt das Ding zum Anzünden. Jetzt ist die Frage, vielleicht haben wir das Glück und hier spawnt irgendwo ein Ghast später, wenn wir bauen, dass wir halt zurück an die Oberfläche kommen. Falls nicht, müssen wir uns irgendwie durch Fall Damage oder so umbringen, hier wieder hochkommen und den Stuff einsammeln. Ist aber zur Not auch kein Problem. Freund! Freund, ich höre dich! Ja, ich brauch dich. Zack, zack, bam, bam, zack, 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 Mist. Bam. Obwohl, der ist nicht hier, der ist unter dem Bedrock. Och. Oder? Hä? Ja, er ist unter dem Bedrock, glaube ich. Und das müsste hoffentlich funktionieren. Hoffentlich. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Fangen wir hier an zu bauen. Das allererste, was wir jetzt machen, ist uns einfach auf die maximale Bauhöhe hochbauen. Und auf der maximalen Bauhöhe müssen wir dann eine Fläche bauen, eine große. Und dann alles mal gucken. So, wir sind jetzt auf der maximalen Bauhöhe angekommen. Und hier müssen wir jetzt 1, 2, 3, 4 Blöcke runter. Okay, so müsste das passen. Hoffentlich. So, Leute, jetzt müssen wir unsere Plattform bauen. Und diese Plattform muss von diesem Block hier... Von dem hier. 35 Blöcke in jede Himmelsrichtung. Heißt 35 Blöcke jetzt auch hier. Nach da und nach da und nach da. Ich überlege gerade, ob ich gleich einfach darunter springe, sterbe und dann halt wieder hierher komme, weil ich gar kein Flint and Steel oder sowas habe und auch definitiv nicht genügend Blöcke. Obwohl da unten sind noch Blöcke, ne? Oder? Weiß ich gar nicht. So, Leute. Ich habe jetzt hier in jede Richtung diese Streifen in Anführungszeichen gemacht. Und jetzt werde ich mir aus dem restlichen Stein, den ich auch habe, was nicht unbedingt viel ist, hier ein paar Slabs bzw. Bruchsteinstufen craften und einmal die Dinger alle verbinden und dann wird das alles ausgefüllt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin so am Arsch, ich bin so am Arsch, ich bin so am Arsch, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, 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 oh mein Gott, geh weg, du Vieh, oh Scheiße, oh mein Gott, tschüss. Oh nein. Oh nein. Er muss mitkommen. Er muss mitkommen. Er muss mit hier runterkommen. Trigger mich. Komm. Du musst hierher kommen. Ey. Ey, Junge. Mal schau. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Warum bist du denn? Warum kommst du nicht mit? Komm noch her. Alter.
zu. Du kleines. Hallo. Komm. Kommst du jetzt her? Ja, 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 genau. Genau, genau. Ja, 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 ja. Komm, komm, komm weiter. Komm weiter. Nein, nein, nein. Nein, nicht wieder hoch. Komm, 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 komm. Hier bin ich. Ey, komm, 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 komm. Nein, geh doch nicht wieder hoch. Ey, 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 bitte. Oh, er ist. Ja, okay, tschüss. Ich sehe hier keinen Ausweg mehr. Ich werde jetzt mein Stuff weglegen, außer ein paar Blöcke. Und mich dann einfach umbringen. Das da oben ist halt das Problem, dass mir die Blöcke ausgehen werden. Definitiv. Und dann bin ich halt am Arsch. Ja. Oh, Jungs. Das Problem, was ich gerade habe, ist, dass ich einfach kein Cobblestone mehr habe. Beziehungsweise nicht mehr Cobblestone, um zum Beispiel jetzt die ganze Farm dort auszubauen, die wir da gerade am Bauen sind. Jetzt die Frage, was machen wir da am besten? Also ich schnapp mir jetzt ein Boot. Oh je. Mit diesem Boot fahren wir dann zu den Kühen. Wenn wir dann hier wieder da sind, heißt es zurück in den Nether. Und dann dürfen wir nicht vergessen, Leute. Was dürfen wir nicht vergessen? Wir dürfen kein Feuerzeug definitiv vergessen. Also Feuerzeug, wenn wir das wieder vergessen, weine ich. Und der Rest müsste eigentlich alles so stimmen, wie es im Nether ist. Schienenlore habe ich. Passt. Kein Ding, Alter. Der Rest passt. So, wenn ich richtig liege, müssten hier in den Kisten jetzt ganz... Ja. Ja. Woo. Eine Menge Blöcke. Sehr gut. Nein. Nein. Nicht töten. 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 Oh je. Hilfe. Okay, also alles gut. Ich renne. Ich renne. Ja. Zack. Zack. Bam. Weg. Und jetzt. Jetzt bitte. Bitte lass jetzt nicht sterben oder so. Ja, okay, Leute. Mit 4 Pfeilen müssen wir dann erstmal klarkommen im Nether oder mit 5. Das Ding ist, der Vorschlag wäre jetzt einfach, dass wir zuerst das Dach von der ganzen Farm bauen und später den Untergrund. Ich denke, das wäre mit am schlausten, dass wir halt da aufpassen auf jeden Fall. So, okay, hier wäre wahrscheinlich die beste Position, das jetzt so zu machen, so. Oh je, Leute, drückt uns die Daumen, dass wir jetzt hier nicht komplett verrecken. Okay, liebes Minecart, lief gut, ne? Ich habe doch da überall irgendwas gesetzt, dass ich wieder... Da, genau da steht ein Minecart. Ich habe es doch gerade gesehen. Ja, 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 wow, ja, endlich. Oh mein Gott, wie lange hat die Kacke gedauert, Alter. Ich sitze gerade seit 25 Minuten hier. Und versuche seit 25 Minuten in dieses Kack-Minecart einzusteigen. Junge, wie ekelhaft. Und jetzt, bam. Okay, super. Jetzt erstmal zack. Einfach hier erstmal alles rein damit, Junge. Brauche ich alles nicht. Wie ihr seht, ist der Stuff, den ich hier auch irgendwo habe liegen lassen, auch schon despawned. War ja klar, denke ich. Deswegen muss ich mir jetzt ein neues Schild craften, weil ich glaube, ich bin mit dem Schild draufgegangen. Hier ist ja ein kaputtes Schild, aber das ist nicht mein Schild. Ich würde es jetzt austesten, das Portal, aber weil ich wirklich gar keinen Bock habe, hier nochmal 25 Minuten zu stehen, baue ich jetzt erstmal da oben. Und schnapp mir alles Zeug. Ich glaube, diese Farm wird noch eine Heidenarbeit. Das wird noch richtig lustig. Du Opfer! Puh, da ist er weg, Alter. So, Leute, das Ding ist, wenn hier unsere Fläche ist, müssen wir 1, 2 und hier muss das Dach hin. Damit die Viecher hier noch ordentlich spawnen können, aber halt keine Gas oben da drauf spawnen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt die Spawn Rate oder so beeinträchtigt oder nicht. Oder ob das so passt oder nicht, keine Ahnung, Alter. Aber ich hoffe, dass das niemanden stört vom Spawn her. Wir werden es ja das erste Mal spätestens sehen, wenn die Viecher da oben drauf spawnen und nicht mehr nur hier. Wo jetzt nicht die Überdachung ist. Spätestens müssen wir ja dann theoretisch sehen, ob die jetzt auch unter den Slabs spawnen oder nicht. Und falls sie nicht unter den Slabs spawnen, dann müssen wir die Farm nochmal umbauen. Oder falls sie aus irgendeinem Grund nochmal ein Gas spawnt, müssen wir die Farm auch umbauen. Und ja, ja, okay. Passt mit dem Dach. Guck mal, wie viele da jetzt sind. Heißt, das Dach ist perfekt auf der Höhe. Von der Höhe passt auch, also ich bin ein Block tiefer, als es eigentlich sein dürfte. Wer ist gedacht, das ist schlimm oder so, ist aber absolut nicht. Das Ding ist übrigens, sag ich jetzt hierbei nicht viel, beziehungsweise redet dazu gar nicht, weil, keine Ahnung, wenn ich so hier baue, dann denke ich mir so, jo, einfach entspannt ein bisschen Blöcke platzieren, weil, keine Ahnung, wenn ich hier zu viel rede, dann wäre es, glaube ich, auch ein bisschen komisch,
vor allem für euch, denke ich, auch langweilig. Also ich kann euch jetzt mal meinen Plan erzählen. Das Ding ist, ich will jetzt hier das Dach ausfüllen. Erstmal ganz gerne diese eine Seite, dann möchte ich den Boden direkt ausfüllen. Und dann direkt die Station zum Killen der Dinger bauen, damit wir wenigstens einen Teil fertig haben. Und sobald ich keine Blöcke mehr habe, werde ich runtergehen, meine Dia-Picke schnappen, mich auf 30 Level hochpushen über den Nether, ist ja kein Problem, ein bisschen Netherbar zu farmen. Und dann werden wir einfach was ausheben. Irgendwie bei hier bei uns zu Hause werden wir einfach was ausheben, was cool ist. Mit diesem Cobblestone, der da rauskommen wird, beim Ausheben werden wir dann die Farm zu Ende bauen. Das wäre jetzt meine Option, meine Variante, die ich mir so gerade denke. So, die Dachhälfte ist auf jeden Fall schon mal ausgefüllt. Und jetzt würde ich mich ranmachen, den Boden hier auszufüllen. Müssten wir theoretisch auch alles mit diesen Half-Steps, die ich jetzt habe, machen können? Mal schauen, wie das jetzt gleich wird, ob hier Viecher drauf spawnen oder nicht. So, Leute, nämlich, Achtung, passt auf. Hier laufen die später alle runter, weil da kommen noch Falltüren ran. Dann sammeln die sich, hier ist natürlich dann zu, also hier kommen die dann nicht durch. Dann laufen die einmal rum und wenn die hier einmal rumlaufen, kommen die Minecarts und in den Minecarts sterben sie an Massenfallschaden bzw. an Masseschaden. Und dann kriege ich alle XP sowie den Stuff von den Dingern. Man kann diese Blöcke craften, die... Was? Was? Wusste ich gar nicht.